Hallo da draußen, mein Name ist Luke. Wir sind wieder am Start. Es geht um FIFA Ultimate Team mit mir, Nuri Sahin. Hi. Alles gut? Ja, alles super. Selbst? Ja, freue mich. Wir haben hier mal eine Xbox aufgebaut. Bist du da FIFA Ultimate Team? Bist du da im Game? Ja, doch. Ich würde mich schon als einen kleinen Experten bezeichnen, weil ich das schon seit Jahren auch selber spiele und freue mich, dass heute hier austragen zu können. Optimal. Ja, David Alaba hat schon gut losgelegt. Sein Team sieht gut aus. Würde ich mal sagen, Controller in die Hand. Okay. Let's play. Let's go. Jetzt musst du aber erstmal deinen Kapitän wählen. Falcao, Messi, El Shaarawy oder David Alaba? David, du weißt, ich mag dich sehr, aber in dem Fall entscheide ich mich, glaube ich, für Messi. Alter! Das heißt, jetzt aber nicht meine Mannschaft, oder? Das ist deine Icebreaker-Mannschaft. Mit der spielst du jetzt quasi das erste Mal zusammen. okay. Nur um zu gucken, wie das reicht. Das ist ja. Iniesta nehme ich in die Mitte und Anfeld nehme ich auf rechts. Aber du siehst schon, die Chemie ist schon bombastisch. Du hast viele Argentinier, du hast viel Barcelona. Piqué und der Linksverteidiger von Atletico spielen in einer Liga und zack ist die. Zack hast du die Chemie verbessert. Chemie schon viel besser, ja. Du spielst gegen die Falcao 11, dann sehen wir, der so auf dem Rasen schickt. Auch nicht so kacke, auch ne? Nicht so schlecht, ja. Französische Liga, die Chemie ist viel besser als meine, 99. Also wie gesagt, ist jetzt nur ein kleiner Icebreaker, kleines Testspiel. Aber gut, Sache, danke, dreimal gedrückt. Stark. Unglaubliches Tor! Hast du das denn selber eingetippt? Nicht schlecht, oder? Da ist er wieder in Position für eine seiner gefürchteten Flanken. Genau dahin! Oh, die das war perfektes Spiel. Super Pass! Und dass du die Ruhe selbst. 2-0. Auf welcher Position stellst du dich meistens selber auf, wenn du auf wenn meine du eigene Position, auf der ich auch einen Lichtfeld spiele. Ja, kein Experiment. So, 3-0 jetzt, die Maria. 3-0 mit der Icebreaker-Mannschaft, Nuri Sahin. Bist also FIFA-Freak, würde man sagen. Doch, ja. Du kennst dich sehr gut aus, das läuft. Du bekommst jetzt dein Ultimate-Team. Also erstmal, die Chemie scheint an ein paar Stellen zu stimmen. Naja. Ah, hier, guck mal. Auf der rechten Seite, ja. Ja. Ich sehe da aber auf der Bank einen mit 75? 75. Hugo Malo. Hugo Malo. Ja, wir nehmen die Herausforderung an, würde ich sagen. Ja. Gerüst steht, aber ist noch eine Baustelle, oder? Ja, absolut, ja. Ich glaube, dass wir da ein bisschen noch investieren dürfen, oder? Das dürfen wir auf alle Fälle. Nuri Sahin bastelt an seinem Ultimate Team. Noch ist es eine Baustelle, aber das kriegen wir hin. Und in der nächsten Folge seht ihr, wie David Alaba sich schlägt.